Lieber Herr Professor Kolberg, lieber Hans Christian, wir sind beim ESMO 2024 in Barcelona. Und nicht nur bei dem Kongress, sondern grundsätzlich die sogenannten ADCs haben ja wirklich so einen Siegeszug, kann man fast sagen, angetreten. Und es kommen auch immer neue dazu. Worauf ist in der Behandlung zu achten, beziehungsweise was sind ADCs überhaupt? Ja, tatsächlich, liebe Renate, vielen Dank für den Ball, den du mir zugespielt hast. Das wäre das Erste, womit ich angefangen habe, weil tatsächlich, was ADCs eigentlich sind, zu verstehen, ganz wichtig ist, um zu verstehen, worauf man achten muss. ADC ist ein englisches Wort, eine Abkürzung für Antibody Drug Conjugate. Und das ist eine Kombination aus einem Antikörper und Drug, ist ein bisschen beschönigend, eine Chemotherapie. Und zwar meistens eine sehr, sehr toxische Chemotherapie. Der Grund, warum diese Chemotherapien als ADC in den Körper gebracht werden, ist häufig, dass die in einer therapeutischen Dosierung so gar nicht gegeben werden können beim Menschen. Und die werden in der Regel mit einem Linker, mit einem Molekül an diesen Antikörper angedockt und fahren sozusagen im übertragenen Sinne durch den Körper wie die Golden Bullet. Und im Idealfall werden sie dann ihre Zielzelle erkennen, werden in die Zelle eingeschleust und dann setzen sie die Chemotherapie erst frei. Wie immer in der Medizin ist das ein Modell und das funktioniert nicht zu 100%. Und es gibt halt immer auch andere Zellen, die erkannt werden von diesem Antikörper, erstens. Und zweitens wird halt doch von dieser Chemotherapie was freigesetzt, was eben Toxizität macht. Das sind sehr, sehr effektive Therapien, aufgrund ihrer zielgerichteten Art und Weise zu arbeiten, in Kombination mit einer Form von Chemotherapie, die man eben so gar nicht geben könnte normalerweise. Und deswegen ist es eine ganz tolle Möglichkeit, sowohl in der frühen Situation, beginnend jetzt bei Postneoadjuvans, aber vor allen Dingen eben in der metastasierten Situation Erfolge zu erzielen, die wir nur mit Chemotherapien oder nur mit Antikörper-Chemotherapie-Kombinationen getrennt voneinander gegeben, so nicht erreicht werden. Sind die denn für alle Patienten möglich oder gibt es da spezielle Patientengruppen, die gar nicht bekommen können? Es gibt erstmal, das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, es gibt eine Menge Patientinnen, die das gar nicht brauchen, muss man sagen. Es ist so, dass begonnen hat das Ganze bei der HER2-positiven Erkrankung. Und das ist ja eine Erkrankung, bei der wir seit 20 Jahren Antikörper einsetzen ungefähr, oder adjuvant sogar, vorher seit 25, 27 Jahren sogar schon metastasiert, immer in Kombination mit der Chemotherapie. Das heißt, diese Patienten bekommen immer auch eine Chemotherapie. Das sind ungefähr 15% der Patienten. Das sind vielleicht 20% der Patienten. Es gibt aber eine andere Gruppe, das sind 70% der Patienten, die bekommen Antihormontherapie. Und das muss man ganz klar sagen, bisher hat sich eben nicht gezeigt, dass irgendein ADC eingreifen kann in diese Kaskade der Antihormontherapie. Das heißt, alle diese Patienten, die mit Antihormonen gut behandelt sind, die brauchen dann auch nicht stattdessen ein ADC. Es ist immer so ein bisschen, wenn man es ganz platt sagen möchte, ein bisschen der Ersatz für die Chemotherapie. Das heißt, wir machen das nach den ersten Chemotherapien, jetzt beginnen, statt den ersten Chemotherapien. Aber immer im Auge halten, die Kandidatin für eine Chemotherapie ist in der Regel die Kandidatin für ein ADC. Das heißt also, die Patientin mit einem Hormonrezeptor-positiven, metastasierten Brustkrebs, nehmen wir jetzt mal, die würden immer erstmal die antihormonelle Therapie bekommen. Ja, also im Moment ganz eindeutig mit Ja zu beantworten. Ob sich das jemals ändern wird, das wage ich zu bezweifeln, weil das Nebenwirkungsprofil der ADCs, und ich glaube, darauf müssen wir auch gleich zu sprechen kommen, eher in Richtung des Nebenwirkungsprofils von Chemotherapien geht als von Antihormontherapien. Haben denn diese ADCs auch spezielle Nebenwirkungen, die wir, sagen wir mal, üblicherweise bei Chemotherapien bisher nicht gesehen haben? Ja, es gibt eine Nebenwirkung vor allen Dingen, die wir beachten müssen. Oder um das mal einleitend zu sagen, Sie haben viele mögliche Nebenwirkungen, die wir bei Chemotherapien auch sehen. Mit denen haben wir in der Regel Erfahrung. Und es ist so, dass wir ja seit vielen Jahren schon Studien mit ADCs machen und viele unserer Teams inzwischen auch in den speziellen Nebenwirkungen geschult sind. Aber eine, auf die muss man besonders hinweisen, das nennt sich ILD, Interstitial Lung Disease. Früher wurde das als Pneumonitis bezeichnet, also eine nicht infektiöse Lungenerkrankung. Die gibt es auch unter anderen biologischen Medikamenten. Zum Beispiel das seit langem eingeführte Everolimus. Das macht sowas auch, das nannte nur damals keiner ILD. Und ganz ehrlich, unter Everolimus sind die Leute immer noch nicht dran gestorben. Bei den ADCs ist es so, dass
eine kleine Gruppe von Patienten. In der Regel so die Inzidenz etwa bei 10%, 10-12% der Patienten, haben wir gerade hier Daten aus einem französischen Register gesehen, 10-12% der Patienten entwickeln eine ILD. Der größte Teil von diesen Patienten in einem ganz niedrigen Grad, das kann man durch Dosisreduktionen beziehungsweise also bei dem, oder Absetzen im Wechsel der Therapie kann man das in den Griff bekommen. Aber es gibt unter diesen 10% eine kleine Zahl von Patienten, das sind ungefähr nochmal 10% dieser Patienten, die das eben lebensbedrohlich bekommen. Und das ist dann schon, das muss man frühzeitig erkennen. Okay, wenn du sagst frühzeitig erkennen, was muss denn da passieren? Ja, da gibt es einen wilden Streit darüber, was da passieren muss. Das Problem ist, von der Einteilung der Grade, das ist so, in dem Augen, das betrifft vor allen Dingen ein ADC, das TDXD, von der Einteilung der Grade ist es so, wenn eine ILD Symptome macht, ist sie in der Regel bereits Grad 2. Grad 1 ist immer nur die rein bildgebend zu Sehende. Und die bildgebend zu Sehende die kann ich nur im CT sehen. Das heißt, um die zu erkennen, muss ich eigentlich alle 6 Wochen ein CT machen von der Patientin. Und da ist natürlich das, auch was viele Patienten natürlich nicht so schätzen, so viel Bildgebung, so viel Strahlen auch. Da muss man von Zentrum zu Zentrum einen Kompromiss finden. Da werden bestimmt alle eine Möglichkeit haben. Aber man muss es vorher prospektiv planen und man muss mit den Patienten auch besprechen, auf was sie reagieren. Dass zum Beispiel eine Patientin, die ein ADC bekommt und Luftnot oder Husten hat, dass sie nicht zu ihrem Hausarzt geht. Sie muss in ihr Zentrum kommen, weil das im Zweifel, vielleicht ist es auch nur ein Husten, aber im Zweifel muss das ausgeschlossen werden. Das ist ganz wichtig. Es gibt auch ADCs, bei denen man nicht sofort aufhören muss mit dem Medikament, aber bei dem TDXD ist das eben so, dass man es nicht immer geben darf. Also TDXD vielleicht für die Patientin ist Trastuzumab deruxtecan, dass sie das wissen. Das heißt einfach hocheffektive Therapieform, ja. Aber man muss auch ein gutes Augenmerk auf eventuelle Nebenwirkungen haben. Auch die Patientin selbst. Genau. Zwei Dinge, die dazu beachten sind. Punkt 1 ist, man muss selbst als Therapeut genau wissen, was man da tut. Man muss diese Nebenwirkungen kennen und muss auch Strategien entwickeln, wie man vermeidet, dass die Patienten höhergradige Nebenwirkungen bekommen. Kann sein, dass man was anderes findet, als alle 6 Wochen ein CT zu machen, aber man muss dann begründet sagen, warum man was wie macht. Das kann man nicht einfach nur so übernehmen, weil das reicht auch nicht, die Fachinformationen zu lesen. Punkt 1. Punkt 2 ist, Patienten müssen auch geschult werden. Gerade deswegen, weil viele dieser Dinge in den Zentren, die mit diesen Therapien Erfahrungen haben, auch in den Griff bekommen werden können. Aber natürlich jemanden, der nicht mit ADCs arbeitet, völlig überfordern und in der Regel falsch diagnostizieren kann. Vielen herzlichen Dank für die klaren Worte. Dankeschön.